Herzlich willkommen zurück zu Zelda Adventure, meine lieben Freunde. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. In der letzten Folge hatten wir, wie ihr schon gesehen habt, den Boss von der Wüste schon erledigt. Jetzt geht es nun direkt weiter. Und zwar unsere Reise verschlägt sich jetzt nun weiter in der Wüste. Und es gibt jede Menge Gegner. Jetzt müssen wir die Augen offen halten. Mal sehen, ob jetzt keine Gegner kommen. Ich weiß nicht, was das im Boden bedeutet. Oh, was haben wir hier? Rubine, yay! Ich muss mir genau anschauen, nicht, dass dann ein Gegner kommt. Das wäre ziemlich ein bisschen merkwürdig. Strange. Okay. Okay, da gibt es wieder so ein Rätsel. Wie auch immer. Okay, da brauche ich jetzt sicherlich jetzt einmal den. Ach man. Das soll richtig jetzt einsetzen mal. Ich muss jetzt mal wieder mal scrollen, bis wir endlich einmal richtig stehen. Ach, wieder falsch habe ich getan. Boah, ist ein bisschen nervig ein bisschen. Was bringt das? Oh! Eine Abkürzung haben wir aufgemacht. Supi dupi. Hätten kommen noch wieder Gegner, oder? Ich weiß, es ist derselbe Ort, wo wir jetzt gekommen sind. Okay, da gibt es noch einen weiteren Ort. Waren wir dort schon einmal? Ich weiß nicht. Ja, da waren wir schon mal. Okay. Was soll ich da jetzt machen? Das ist mir ein Rätsel. Anscheinend muss ich irgendwie das anzünden. Ich weiß nicht was. Habe ich hier das verpasst oder was? Oder warte, da war noch ein Weg, glaube ich. Noch eine Höhle. Irgendwo. Es ist ein bisschen merkwürdig als in der Höhle. Als im letzten Mal, aber ich glaube, hier müsste wahrscheinlich noch eine Höhle sein. Oh, wow! Alter! Schreib mich noch mehr! Habe ich mich erschrocken, Alter. Alter, schreck mich noch mehr. Was geht denn hier ab? Alter, mach mich das Spiel jetzt nervös. Entschuldige, dass ich euch jetzt erschrocken habe, aber boah, habe ich mich erschrocken, Alter, wegen dem Fail. Oh mein Gott. Ich glaube, jetzt gehen wir durch diese Höhle anscheinend. Okay. Oh Mann, ich brauche die Bomben, ich brauche die Bomben. Und boom! Weiter geht die Reise. Bitte. Nein. Boah, ist ein bisschen frustrierend, dass ich immer umstellen muss, ne? Aber das ist ja halt bei AdventureCraft so. Wetten, da ist wieder, sind wieder Gegner, oder? Oh, ein Herzteil. Wetten, das ist wieder ein Falle. Ja, tatsächlich, eine Falle war das wieder. Yep. Das Herzteil werden wir jetzt noch mal gönnen, ne? Okay, was hat das hier? Das ist wieder eine Art gewisse Schalter hier. Oh! Hm? Oh! Das ist mal nett. Boah, immer muss ich mich... habe ich mich jetzt voll erschrocken wegen der Spinne. Tut mir sehr leid, dass ich mich jetzt ein bisschen erschrocken habe oder euch erschrocken habe wegen meinem Schrei. Na? Komm her. Los geht's. Wir müssen schon weiterkommen. Boah, Alter. Es ist irgendwie nervig, dass ich immer umstellen muss. Aber es ist keine Kritik oder was. Aber es ist ein bisschen nervig, dass man umstellen muss. Regelmäßig. Wetten, da kommt jetzt wieder mal ein Gegner, oder? Hä?
Moment. Okay, ich habe jetzt gerade wieder mal nachgeschaut. Ich bin jetzt extra wieder zurückgegangen, wo ich jetzt war. Ich habe jetzt natürlich jetzt den Herzcontainer, den Herz Teil tatsächlich noch geholt. Und ja, ich frage mich nicht, wieso was das jetzt los ist. Warum zeigt jetzt überhaupt nur der Sound von der Höhle Musik? Ich weiß nicht wieso, aber anscheinend habe ich nur jetzt neu gestartet und dann plötzlich hat es irgendwie nicht mehr gefunzt. Jetzt muss ich einfach richtig aimen. Auf dem. Na, komm her. Eins haben wir schon. In der 0.9.7.2 Version, wie ich schon gesehen habe, so ein Walkthrough von Lord Ganon, habe ich natürlich gesehen, dass hier noch nicht die Fackeln dabei waren. Und da sind wir schon selbst. Müssen wir richtig treffen. Wenn man die drei hat. Da hat sich ein weiterer Weg auf. Yay! So, ich tue mich mal jetzt umstellen. Ich weiß nicht wieso, mit der rechten Maustaste tue ich ein bisschen besser zum Treffen. Und ja, ich glaube, jetzt kommen jetzt mal wieder krasse Gegner. Oder? Hallo? Gegner? Ich weiß nicht, warum jetzt überhaupt keine Gegner da sind. Hä? Warte. Ah. Jetzt kommt schon wieder auf einmal jetzt die Gerudo-Musik. What the hell? Komisch. So, ich muss jetzt mal richtig aufpassen. Ach, warte, jetzt ruft mich jemand wieder an, also bis gleich. So, sorry wegen dem Cut, ich habe nur kurz das Walkthrough geguckt, wieder mal, wie es geht. Also nicht, dass ich dann vertue. Und da kommt schon jetzt die Gegner wieder mal, ne? Hallo. Da bin ich. Jetzt erkennst du mich schon, oder? Alberto. Ich nenne ihn Albert, wisst ihr wieso? Ich habe das letzte Mal auch so genannt, den Typen. So, wir gehen jetzt mal wieder hier rüber. Ich glaube, jetzt kommen wieder mal die Spinnen, oder? Ja, da kommt eine Spinne. Spinni. Hallo. Aua. Böse Spinne. Böse. Nein. Na gut, wir gehen jetzt mal kurz hier rein. Und da sind ein paar Pfeile. What the hell? Was schiebt mich da? Hallo? Ich weiß, warum geht meine W-Taste nicht richtig? What the hell? Toll. Ich weiß nicht, warum hat meine W-Taste jetzt kurz geklemmt. Ich weiß nicht wieso, obwohl ich nicht die W-Taste gedrückt habe. Danke für das Herz. Jetzt bloß nicht sterben. Mann, warum funktioniert die Sache hier nicht? Okay, das hat jetzt mal das hier getriggert. Der Weg zu den verlorenen Wäldern. Boah, Alter, ich werde gleich verrecken hier. Bitte, ich muss jetzt mich schnell aufheilen, weil sonst bin ich echt am Arsch. Ja, bitte mal eine 12 Rubine, das ist ja mal nett. Okay, da ist leider nichts. Also, wir können jetzt nur noch zu den verlorenen Wäldern gehen und anscheinend ist es etwas anders als im Vergleich zum anderen Höhle. So, zack. Mal sehen. Da hat er jetzt ein bisschen umgebaut, so wie es aussieht, als im Vergleich zu dem Walkthrough, weil es war eine kurze Höhle gewesen, die er dort gebaut hat. Deswegen sieht nicht richtig aus. Okay. Wetten, das sind Creeper. Oder? Hallo?
Jemand da? Oh Mann, jetzt kommen wir diese scheiß Lianen wieder, ne? Ach, meine Hass-Dinge. Aber es ist challenging. Challenging as fuck. So, geschafft. Yay! Und jetzt sind wir schon hier, Leute. Da wären wir schon. In den verlorenen Wäldern. So, Screenshot mal gemacht. Und ja, ihr wisst schon, was jetzt davor rauskommt? Ja, der Waldtempel. Der 5. Dungeon zum Spiel. Wird aber auch kein Spaß, kein Zuckerschlecken sein, denn wir werden wahrscheinlich jetzt auch noch ein paar Gegner treffen. Wie Wölfe oder sowas. Wir werden noch weiterhin dann noch wahrscheinlich alle Herzteile noch finden, die jetzt der Lord Ganon eingebaut hat und seine Freunde ebenso. Die Frage ist jetzt, welche Richtung jetzt? Rechts oder links? Rechts vielleicht? Ja. Manchmal droppen die Geister tatsächlich was. Dann rechts vielleicht? Boah, ist ein bisschen schwierig. Welche Richtung jetzt? Links oder rechts? Ich glaube nach links, oder? Aha. Es ist ziemlich schwierig. Da sind so viele Bäume, dann gehen wir dort rechts, wo wenig Bäume sind. Ach fuck, ich bin wieder von vorne, oder? Nicht dein Ernst. Nee, nee. Dann rechts. Dann wieder rechts vielleicht. Boah. Jetzt weiß ich nicht, welche Richtung, entweder nach links oder nach geradeaus. Ich gehe geradeaus jetzt einmal. Nee. Ist nicht dein Ernst? Weiß ich jetzt nicht mehr, wo es hingeht mehr? WTF? Da ist wieder ein Schlüssel hier mal. Vielleicht geradeaus? Nee. Also wieder rechts. I think the true way is shown by the mushrooms, maybe with the number of mushrooms or the color or both. Oh mein Gott. Wie kompliziert die das noch machen können. Oh mein Gott. Ansonsten werde ich jetzt leider weniger Fortschritte machen hier, um dann zum Waldtempel anzukommen. So, links und dann rechts. Wo mehr sind, muss ich dorthin gehen, oder? Und wo wenige sind. Geradeaus vielleicht? Nee. Es ist schwierig, Leute. Ich glaube, ich muss... ja, warte. Ist es entweder der Fliegenpilz, der wieder so aussieht? Dann habe ich einen Ast weg. Also ein Pilz muss ich da sehen. Okay. Es ist irgendwie schwierig, das zu merken. Na, dort rechts jetzt einmal, dann wieder nach rechts. Dann dort nach dort geradeaus. Yes. Wenigstens habe ich das jetzt richtig gemacht, aber jetzt ist die Frage ist jetzt, welche Richtung jetzt? Weil das sind zu viele Bäume. So eine rote Pilze. Dann ist das hier geradeaus. Ha! Kleiner Fortschritt haben wir schon mal gemacht.
wir schon mal die Pfeile jetzt mal farmen. Hier ist wieder rot. Also die weißen Pilzen werden uns den Weg führen. Dann das hier ist der Weg. Ja. Anscheinend sind wir jetzt richtig. Habe ich einen Wolf da gehört? Nee, oder? So. Oh Mann, welcher ist der richtige jetzt? Links oder rechts? Gerade oder rechts? Ich weiß nicht. Warte, ich muss jetzt mal kurz überlegen, ob ich jetzt den richtigen Weg finde. Ansonsten muss ich halt mal kurz im Walkthrough gucken. Oder ich muss mir jetzt gerade überlegen, wie es weitergehen soll. Also wieder mal ein kurzer Cut. Der Ritter Cut schon wieder, also bis gleich. Okay, ich habe jetzt mal überlegt, wie es gehen soll. Also anscheinend sollen wir entweder nach links gehen. Oder nach rechts. Also ich glaube, ich gehe nach links jetzt diesmal. Dann nach rechts, glaube ich. Und dann wieder nach links. Aha, da haben wir schon geschafft. Ist ein bisschen schwierig, aber sehr gute Idee, sehr gute Sache, Umsetzung von diesen verlorenen Wäldern. Respekt, muss ich schon sagen, für den lieben Lord Ganon. Und jetzt kommen dann wieder Wölfe, oder? Hallo, Wolfies. Hey, es geht hier ab. Aua. Böser Köter. Na gut, wir haben es endlich geschafft, so wie es aussieht. Aber ich glaube, es kommen noch wieder mehr. Dingenskirchen? Was ist das denn? Okay. Muss ich jetzt wieder solche... Ist wieder so ein Rätsel. Geiles Bogenschützenrätsel, muss ich schon sagen. Warte. Boah, Alter. Es ist ein bisschen zum Kotzen nur. Ja, ich werde mal die linke Sache hier nehmen. Okay, da ist nichts. Ich muss ein Auge offen halten mit diesen Bildern. Oh, Apfel, lecker. Aber wo ist der nächste Auge überhaupt? Der Auge müsste doch der nächste da, irgendwo da sein. Hier habe ich ein Auge schon gesehen. Das ist mal neu, dass jetzt dort in diesem Walkthrough nicht gezeigt wurde. Aber das ist ja in der neuen Version, by the way. Ja, das war die alte Version, was er jetzt gezeigt hat. Den Walkthrough, was ich geguckt habe. Der Waldtempel wird irgendwie dann länger dauern als erwartet. Und die Frage ist jetzt, wo ist der nächste Auge überhaupt? Wäre nett, wenn der Lord Ganon mir ein bisschen aufklären würde. Ich will ja nichts spoilern oder. Er kann ihn mir, darf auch nicht ruhig spoilern, aber könnte mir ein bisschen helfen. Oder falls einer von euch das schon gezockt hat, jetzt die Version. Dann wäre auch sehr nett, wenn ihr ein paar Tipps geben würdet. Das würde sicherlich mir weiterhelfen. Und zum Let's Play noch. Ich weiß, ich habe jetzt wieder mal pausieren müssen, weil ich immer wieder dazwischen komme. Immer manchmal telefonieren meine Eltern und so weiter. Ihr wisst schon selbst, die ganze Chose, private Sachen. Ich lebe ja natürlich alleine, damit ihr es wisst. Ich habe eine eigene Wohnung, by the way. Also nicht, dass ihr denkt, ich bin ein Hosenmatz mit fast 30 Jahren. Ja, ja, Leute, ihr habt es richtig gehört. Ich bin 30. Knapp 30. Ich werde jetzt 29 noch in diesem nächsten Jahr noch. Und dann schon, oh, mehr als ein Viertel meines Lebens habe ich schon verschwendet. Nicht sinnlos, aber... Okay, das ist der Forest Temple. Und ich glaube, es wird jetzt ziemlich interessant.
Okay, der Forest Temple, da sind wir schon. Und ich glaube, das wird jetzt einer der kompliziertesten Maps sein. Wow! Alter, die spawnen sich wie von meiner Fresse ab, ne? Okay, das werden wir nochmal jetzt durchmachen. Alter, wie viele Herzen die mir abziehen, sind Wichser, ne? Okay. Na gut, wir machen das in der nächsten Folge weiter. Ich weiß, es wird jetzt nicht so lang sein, aber Moment, ich schau mal jetzt kurz nach, wie viele Minuten ich jetzt gerade gedreht habe, bis dorthin, um dorthin zu kommen. Also, bis gleich. Ja, einen Raum können wir noch machen in Ruhe. Das ist keine Frage. Oh Mann. Hab schon geahnt, dass jetzt die Zombies auch noch kommen. Na? Hast keinen Bock zu kämpfen? Komm her! Ich habe die Zombies immer so sehr gehasst in diesem Spiel. Ohne Scheiß. Was haben wir hier? Oh, Golden Key. Dö-dö-dö-dö. Na gut. Mach jetzt mal die Tür auf und dann beenden wir die Folge, weil ich glaube, es ist ja schon lang genug. 20 Minuten sind ja schon lange Folgen. Also, dann werden wir dann den Waldtempel dann weiter erkunden. Also, falls es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen nach oben da und abonnieren nicht zu vergessen den Kanal, damit zählt auch jeder Support von euch. Das wäre sehr, sehr dankbar von euch. Bis zum nächsten Mal, haut rein und wir sehen uns in der nächsten Folge von Zelda Adventure. Bis zum nächsten Mal, euer Red Pocketendo. Ciao!